Hallihallo, Lolo, willkommen zurück beim Angelsimulator bzw. bei Eurofishing, dem Angelsimulator. Ich bin auch immer auf diesem gleichen Server wie beim letzten Mal, aber habe den Angelplatz gewechselt, den Angelpfahl, um ihn gerade dabei neu auszuwerfen. In der Hoffnung, dass hier die Fischis beißfreudiger sind als an der alten Stelle. So, warten wir, bis hinten ausgependelt ist und dann können wir werfen. So. Jetzt heißt es warten. Warten auf weiteres. Wie es beim Bund so schön heißt. Da, die Sterne blinkeln auch vor sich hin. Ich weiß gar nicht, ob das dem realen Sternbild nachempfunden ist, wie bei manch anderen Spielen. Deswegen versuche ich gerade den großen Wagen zu finden, aber ich finde ihn nicht. Ja, ich weiß auch nicht, ob nach den ganzen Updates jetzt hier, Entschuldigung, weniger zu fangen ist oder nicht mehr ganz so viel, was ein bisschen realistischer ist, dass man ein bisschen mehr länger warten muss. Ich habe schon länger nicht mehr angespielt und habe jetzt mal wieder Lust darauf. Und ja, jetzt sind wir hier. So, mal einen Schluck Trinken zu uns genommen. Na, wir werden uns eine Angel in die Hand nehmen, öfters mal auswerfen, ein bisschen. Ich bin mal gespannt, ob es im Morgengrauen besser klappt. Das Angeln. Bis das Angeln klappt ja. Wir kriegen halt nur keine. Wir haben nur keine Erfolge. Ich würde gerne auf die andere Seite wechseln. Na, vielleicht in der nächsten Folge. Mal schauen. Dass wir aufs. Auf die andere Seeseite wechseln. Ich wollte jetzt erst sagen, aufs andere Ufer, aber das hört sich ein bisschen manchmal zweideutig an. Dass wir auf die andere Seeseite wechseln. Oh, 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 oh. Wir haben ein Biss. An Angel 2. Ja. Kurbel, mein Freund. Der Fisch macht jetzt keinen großen Eindruck. Aber wir sehen es gleich. Ein Rotauge. Habe ich die Handgelenke gebrochen, wie der es hält. 0,75 Kilo, das ist ja richtig Hammer. Naja, besser als gar nichts, ne? Kleinvieh macht auch Mist. Ne, den möchte ich nicht dahin werfen, möchte wieder in die Mitte werfen. Ja, da war es doch ein kleiner Erfolg. Bis jetzt. So, nehmen wir wieder unsere Angel 3 zur Hand.
Und üben mal ein bisschen den kurzen Wurf. So, das waren also 6 Meter. Cool. Ich weiß nicht, ob ich den Wurflob schon drauf habe. Ja, lassen wir mal hier vorne liegen. Jetzt warten wir nur auf die Fischis. Ich finde diese Angeln sehen richtig schön gemacht. Man hört die Grillen zirpen. Fische springen. Manchmal sieht man Kleingetier über den See fliegen. Nein, ist schon schön. Vögel fliegen durch die Luft. Ich hänge gerade irgendwo mit meinem Stuhl fest. Aber das hat dann nichts mit dem Eurofishing Angel Simulator an sich zu tun. Sondern ist allein mein Problem. So, ich habe mir ein bisschen eingestellt, dass ich ein bisschen weiter hinten sitze. Wenn schon gemütlich, noch richtig gemütlich, ne? Wahrscheinlich gleich in heute Abend wieder über Rückenschmerzen, aber das Risiko gehe ich ein. Ist ja trotzdem schön, wenn man hier im Zelt seine Angelausrüstung ändern könnte. Das wäre richtig krass. Also krass, hier krass, übertrieben. Das wäre richtig schön. Feuerchen dabei, Stuhl dabei, wo man sich hinsetzen könnte. Oder beim irgendwie etwas mit den Mitspielern, mit Anglern interagieren könnte, außer jetzt hier zu schreiben. Man weiß ja nicht immer zwingend, ob einer die gleiche Sprache spricht, dann merkt man ja erst, wenn man geschrieben hat. Aber naja. Ach komm. Hatte ich wohl einen Anbiss, aber war wohl nichts. Das war wohl auch wieder die Angel 2. Dann werfen wir diese hier nämlich grob in die Richtung. Naja. Mach ich mir Knoten in die Schnüre. Aber das Risiko gehe ich ein. Wird ja schon fast hell. Ach, da ist der Mond. Abnehmender Mond. Spinne ich gerade oder wandert der ein bisschen? Ich glaube, der wandert. Dass wir daran gedacht haben, sehr cool. Oh. Die Fische spielen mit meinen Angeln, die beißen gar nicht da rein. Was ich aber unhöflich finde, die sollten doch ein bisschen beißen. Deshalb stehen wir ja schließlich hier. Nicht aus Langeweile, sondern weil wir Fische angeln wollen. Die wir dann wieder zurück in den See entlassen werden.
Ich habe aber ehrlich bin noch gar nicht die Änderungen angeguckt hier im Angelkoffer und so. Ich hatte einfach wieder Lust auf Angeln und bin direkt angeln gegangen. Ach, drüben am anderen Ufer steht auch schon einer. Da drüben ist das Zelt hier über, na, über meine rechten Schulter. Ja, der Morgen graut so langsam. Ich hoffe, dass sie langsam besser beißen dann. Ich hänge schon wieder mit dem Stuhl fest. Irgendwas mache ich hier falsch. Sitzen wir gelernt sein. Vielleicht hätte ich in der Schule mal sitzen bleiben sollen. Ja, wüsste jetzt, wie es geht, aber bin ich nicht. Ich bin durchgerast. Ja, gerast auch nicht. Aber Schulzeit ist halt für manche Leute lange Zeit. Nachher wünschen wir sich in die Schule zurück. Naja. Der Mond verblasst auch so langsam. So, in der Norden. Es müsste da gleich die Sonne aufgehen, richtig? Im Osten geht die Sonne auf. Im Süden nimmt sie ihren Lauf. Im Westen wird sie untergehen. Im Norden ist sie nicht zu sehen. Ja, dann warten wir mal. Oder ich bin gerade völlig verdreht hier mit meinem Kompass. Ja, die Fische lassen auf jeden Fall noch auf sich warten. Haben zwar zwei, dreimal angebissen, uns verarscht. Entschuldigung. Aber sind halt nicht dran geblieben. Ja, wir wechseln gleich. Nochmal den Angelplatz, vielleicht auch da vorne rüber. Da steht noch keiner. Da drüben ist ja wie gesagt einer. Schauen wir mal. Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir beim nächsten Mal etwas mehr. Oh, da kommt ein Flugzeug. Man hört es jedenfalls. Das haben die Fische geahnt. Wenn das rum ist, beißen wir bestimmt besser. Oh, es wird immer heller. Urplötzlich. Nö, sehen tut man nichts. Aber cool, dass sie solche Geräusche mit eingebaut haben. Doch ganz schön laut das Teil. Verdammte Axt. So, jetzt gleich geht die Sonne richtig auf, haben wir frühen Morgenstunden. Und dann hoffen wir, dass wir, nachdem ich den Angelplatz gewechselt habe, mehr Erfolg haben werden. Aber ob dem so sein wird, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich marschiere schon mal los. So halb oder einmal um den See rum. Also halb rum, viertel rum. Gucken, suchen einen schönen Angelplatz. Und wir sehen uns beim nächsten Mal und mit hoffentlich mehr Erfolg. Ich wünsche euch was. Schaltet wieder ein. In diesem Sinne, hoi, do, jo, und auf Wiedersehen. Macht's gut.